Anfangs wollte man das nicht, aber mittlerweile habe ich erkannt, dass unser Arbeitsplatz da ist, wo andere Leute Urlaub machen. Im Munchies Guide to Mosel werde ich euch in die facettenreiche Welt des Moselrieslings mitnehmen und einen Teil meines Wissens über diese Weinart preisgeben. Bei den unterschiedlichsten Winzern gebe ich euch einen Einblick in die Arbeitsschritte, die man bei der Herstellung durchläuft, probiere mich durch die Weine und mache für euch erfahrbar, was diesen Wein zu einem der außergewöhnlichsten der Welt macht. Dabei lasse ich aber auch die regionalen Spezialitäten nicht außer Acht, speise mit den absurdesten Charakteren in den urigsten Restaurants und nehme an einer traditionellen Treibjagd teil, bei der Wildschweine, Rehe und Füchse erlegt werden, um das wichtigste Kulturgut dieser Region zu schützen, den Riesling. Hinter mir ist die schönste Weinbauregion der Welt, die Mosel. Die Römer haben hier schon Wein gemacht. Wir sind hier am einen der ältesten Orte, wo Weinbau betrieben wird, nämlich Neumagen-Dhron. Ich bin hier, um zu erfahren, was die Menschen antreibt, die Winzer antreibt, hier zu leben und hier Weinbau zu betreiben. Und um das zu verstehen, fange ich ganz, ganz früh an, indem ich mir angucke, wie die Römer hier Wein gemacht haben und wie die Römer es geschafft haben, den Anfang dieser Kultur zu bilden. Neumagen-Dhron ist gezeichnet von vielen Artefakten, die auf die Historie der Römer hier vor über 2000 Jahren hindeuten. Nicht nur, dass es hier eine Replika nach der anderen gibt, also einen Wagen, wo ein Fass drauf ist, ein alter Trinkbrunnen, sondern auch, dass genau das dann touristisch genutzt wird mit verschiedenen Gästehäusern, Cafés, Restaurants, die hier alle innerhalb von 100 Metern sind, wo man doch eine ganze Menge Touristen über den Sommer erwartet. Im Sommer ist hier ganz schön die Hölle los. Also dann braucht man hier von hier bis zum Nachbardorf zum Bäcker eine gute halbe Stunde im Auto. Wenn bei den Römern mal Frieden geherrscht hat, dann wurden die Kriegsschiffe zu Schiffen umfunktioniert, wo die Güter jetzt hier auf der Mosel entlang gefahren wurden. Und das ist ein Weinschiff mit zwei Drachen vorne und hinten. Mit einem Nachbau dieses Schiffes werde ich jetzt gleich auf der Mosel entlang fahren. Die römische Historie siehst du nicht nur in den Artefakten, sondern sie färbt sich auch auf die Bewohner ab, die diese Kultur sehr gerne ausleben. Jetzt ziehe ich mal richtig stramm, damit der Verstand im Kopf bleibt. Da war noch nie einer drin. Was heißt rechts oder links? Links, ich bin noch zu haben. Mitte ist Jungfrau und rechts. Oder machen wir mal links, ne? Weil man weiß ja nicht, wer man noch begegnet. Ne? Und der Ehering ist auch abgelegt, ne? Also von da aus. Wie kommt man dazu, Römer zu sein auf so einem Schiff? Ja, wir werden so gewählt. Die Leute wählen? Also wird man darum gebeten, dass man sein Dorf präsentiert oder seine Kultur. Zu welchen Anlässen fahren Sie raus? Ja, wenn hier irgendwelche Feste sind, dann wird dann so ein Ort gebucht an solche Gruppen, damit die da präsent sind. Wir laufen jetzt zum Schiff, die Ruderer und die Oberen. Ich bin Ruderer natürlich, ne? Wir haben einen guten Tag erwischt, die Sonne scheint so ein bisschen, da lässt sich besser rudern. Ich hoffe, es geht flussabwärts, dann wird es ein bisschen leichter. Aber die Herren, die haben auch schon ein bisschen Wein dabei. Demnach ist das jetzt nicht ganz so ernst zu nehmen, denke ich mal. Jetzt geht's gleich los. Das ist bestimmt lustig. Gerade weil es auch Wein gibt. Wir werden jetzt gleich anfangen zu rudern. Nicht im Sitzen, sondern im Stehen. Die Dauer ist das ganz schön anstrengend mit dem Rudern, aber wir hatten ein bisschen Glück, dass wir mit dem Wind und mit der Strömung gefahren sind. Die Strecke ist unglaublich schön, links und rechts überall die Weinberge. Es geht relativ steil nach oben. Das ist also die Arbeit, die ein Winzer hier dann zu tun hat, ist sehr, sehr hart und sehr anstrengend. Das ist vielleicht der besondere Charakter auch der Mosel, dass die Wurzeln in dem Schiefer drin münden und den Geschmack von dem Boden aufnehmen. Und dieser Wein auf diesen kargen Böden bringt dann diesen ganz eigenen Moselweinbau
Riesling-Stil hervor, der sehr besonders ist. Wir verwalten nur das, was die Römer uns hinterlassen haben. Oh. Prost. Prost. Ja, aber guck mal, die Sherry-Domäne. Der hat schon Ecken und Kanten, oder? Oh, der ist rund, allerdings trocken. Wir sind jetzt wieder zurückgekommen und ich glaube, wir sind gleich fertig. Jetzt geht's runter von Schiff und wir fahren gleich nach Peaceport. War ganz toll mit Ihnen allen. Danke. Bitteschön. Dankeschön. Und ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit hier. Es war ganz spaßig. Hat Spaß gemacht. Ich bin in Peaceport angekommen und jetzt bin ich bei der römischen Weinkälteanlage, wo ich jetzt Trauben pressen darf. Salve! Salve! Heieiei. Gerade eben waren es noch alles Männer, jetzt sind auch ein paar hübsche Damen hier, das ist schon mal ganz angenehm. Und wir haben gedacht, wenn du am Ende mit uns mittrinken möchtest, dann bist du auch der richtige Sklave und kannst uns beim Traubenkeltern helfen. Ja, mit Sklaven kenne ich mich aus. Wunderbar. Sehr schön. Dankeschön. Die Kelter ist vorbereitet, die Sklaven haben den größten Teil der Ernte schon eingebracht, sodass wir jetzt noch die letzten Körbe dazu schütten und dann geht's gleich los mit der Kelterung. Ich hätte ihn gerne hier. Okay. Weil da ist man nämlich noch zu haben für die Frauen, habe ich ja vorhin erfahren. Ja, ja, links, ja. Wir machen einen Kreis und kältern jetzt. So. Es ist ein total cooles Gefühl, weil man merkt so richtig, wie die Trauben zerplatzen und der Saft rausquellt. Im zweiten ist es so, dass es eigentlich arschkalt ist und dass es nicht so einfach ist. Also wenn man betrunken ist, dann fällt man dabei aber schon. Kennt jemand ein Lied, was man dazu singt? Vielleicht können die Frauen ja mal ein Lied singen. Durch die natürliche Schwerkraft ist jetzt gerade von hier oben, von der Wanne, der Saft hier unten runtergelaufen. Wir haben jetzt noch den restlichen Trester, beziehungsweise die restlichen Trauben, die Schalen, die Kerne, die Stiele hier in diese Kelter reingeschmissen. Und wie geht's jetzt weiter? Meine Kollegen drehen den Kelterbaum hoch und dann tun wir den Kelter zulegen und dann fangen wir an zu pressen. Ja, ja klar. Jetzt fängt der Most an zu laufen. Da läuft er. Sehr gut. Dann lohnt sich ja die Arbeit. Wieso schwebt der jetzt, dieser Stein? Hier hängt eine Tonne dran, wir drücken auf den Kelter etwa 2 Tonnen. Dann geht das entsprechend nach oben. Interessante, spannende Konstruktion. Soll er jetzt noch eine Fußwaschung geben? Auf die freue ich mich schon besonders. Gerade von den Damen, ich hoffe nicht von den Herren hier. Ist auch kaltes Wasser. Also, hat noch keinen Alkohol, kann man aber jetzt schon trotzdem trinken. Ne? Und was passiert jetzt mit dem Most? Wo geht der hin? Also früher, zur Zeit der Römer, wurde dieser Most auf das Schiff geladen und heute bauen wir ihn natürlich aus. Wir bekommen den Fass und wird nach modernen Methoden ausgebaut, sodass wir ihn nächstes Jahr wieder an unsere Gäste ausschenken können. Die Süße, die ich dann jetzt hier schmecke noch momentan, die ist dann später weg, weil die aufgelöst sich hat. Die ist dann später weg, genau. Genau. Und es hat sich in Alkohol umgewandelt. Oh, das ist genau. Ich dachte schon, das ist alles, was wir da rausgepresst haben, aber jetzt kommt ja hier noch eine ganze Menge. Das lohnt sich ja dann ja wenigstens. Wunderbar. Salve oder Prost? Salve! Salve. Prost. 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 Ah, ganz schöner Mosel-Trash, du. Und da gehe ich jetzt rein. Oh ja, das wäre super. Ich habe Hunger. Was ist man bei Ihnen? Normalerweise ist traditionsgemäß an der Mosel und dem Elsass Flammkuchen. Ich zeige Ihnen gerne, wie der hergestellt wird.
Ja, super. Und zwar machen wir jetzt zwei Flammkuchen. Einmal den traditionsmäßigen, das ist also mit Schmand, Schwarzwälder Speck und ein bisschen Käse drauf. Und dann haben wir eine zweite Variation, die ist mit Lauchzwiebeln, das ist etwas deftiger. Dann wird sozusagen das Dessert bestellt, das ist ein Flammkuchen. Der ist dann mit Apfel und mit Calvados kurz übertränkt und das ist dann mit Zucker drauf. Das ist die süße Variante des Flammkuchens. Das ist der Abschluss, wenn Sie alle anderen durchprobiert haben. So, das ist jetzt unser Schmand, ganz normal. Schön verteilen, dass es gerecht ist über alles. Was ist der Teig? Das ist also jetzt ein Weizenmehl. Da wird bei uns jetzt hier ganz wenig Hefe eingesetzt. Dann haben wir etwas Milch drin und etwas Wasser. Und das ist alles, was da reinkommt. Wieso heißt der Flammkuchen Flammkuchen? Weil dieser Flammkuchen extrem heiß gebacken wird. Jetzt machen wir Speck da drauf. Ja, den kann man so essen, das ist überhaupt kein Problem. Sehr gut. Da wird man definitiv süchtig davon. Ja. Eine Handvoll von diesem Lauchzwiebel. Schön verteilen, auch an den Rand, weil es wollen ja alle was haben. Es soll keiner hungern und dürsten hier, also verteilt das wirklich mehr wie gerecht. Wie eine Pizza, ne? Ja, also bitte, das ist keine Pizza. Ich möchte mich da also dagegen verwehren. Das ist keine Moselpizza oder sowas. Das ist ein Original-Flammkuchen. Das ist hauchdünn, eine Pizza ist dick. Wir reden also wirklich von ganz hauchdünnem Material. Jawohl, so wird er gegessen, mit der Hand, nicht mit dem Messer. Einen schönen Wein dazu. Und in der Runde mit einigen Leuten ist das also eine ganz tolle Abendbeschäftigung, weil sie lassen die alle schön hintereinander kommen, eine nach der anderen. Bis sie am Schluss, wie gesagt, diese Süße wollen, die machen wir aber erst am Schluss. Das ist ja wie im Stinger-Club, hä? Ich bin jetzt in Trier und was die Römer auch gemacht haben, ist Brot und Spiele. Die Leute wurden ruhig gestellt. Es wurde ihnen Entertainment von den Gladiatoren geboten. Da wir hier in einer römischen Hochburg sind, gibt es hier natürlich auch ein Gladiatorentraining. Und das besuche ich jetzt. Wow. Das ist mal Verbindung von Moderne und Antike. Und da unten sind auch schon die Gladiatorentrainer. Ich glaube, der macht mich richtig fertig. Dann zeige ich dir jetzt, wie das funktioniert, damit du gleich kämpfen kannst. Das heißt, du stichst auf den Kopf, Oberschenkel, Kopf, Oberschenkel. Ja. Ja. Und Luft. Mal in die andere Richtung wieder bewegen. Jawohl. Sehr schön. Komm, durchhalten. Hau ihn. Jawohl. Und zweiter, immer fester werden. Au! Fester, komm. Hey, dann haust du mir eine rein. Gut. Eins, zwei, noch einer. Eins, zwei. Okay, das sind Techniken. Das ist total viel Koordination von den einzelnen Griffen. Und ich fühle mich wie so ein totaler Anfänger, dass ich total grobmotorisch da stehe und ich weiß, wie ich mich bewegen soll, wie ich meine Beine bewegen soll und wie ich dann noch die Hand dazu bewegen soll in dem richtigen Move, dass das richtig funktioniert. Wir stecken dich jetzt einfach mal ganz spontan in so eine Rüstung rein und anschließend sagst du einfach mal, wie es war. Ich weiß nicht genau, ob wir versichert sind. Wir werden mal sehen. Ganz easy peasy. So? Elke macht den Schiri. Billy gegen Animus. Ey! What the fuck? Ey, das tut total weh, verdammt! 10 Sekunden, halt durch! Ja. Sehr schön. Bitte noch! Noch eine Runde? Geht? Ja, wir können noch eine machen. Prognose! Noch einmal! Au, meine Nase! Gib mal. Kratzer. Das gibt extra Geld. Ist nur ein Kratzer auf der Nase. Geiler Sport, ey. Das hast du ja gekämpft, das hast du geschwitzt. Und sicherlich hast du dich auch gefragt, warum wir so durchtrainiert sind. Das liegt natürlich nicht nur an dem Sport, sondern auch an der Ernährung. Und wir essen ab und zu römische Köstlichkeiten. Und wie die Sachen schmecken und hergestellt werden, das kann ich dir auch noch zeigen, wenn du willst. Geil. Das ist ja eine moderne
Salzmühle mit Licht sogar, meine Güte. Was gibt's zu essen? Es gibt Puls als Hauptgericht. Das ist ein römisches Essen mit sehr vielen Hülsenfrüchten, ja. Gemüse, ja. Und Gerste. Das ist das Hauptgericht, was die Gladiatoren immer gegessen haben. Auf deinem linken Arm ist so ein asiatisches Tattoo. Ja, ich wollte als junges Mädchen immer ein Tattoo haben. Das war ja aber ganz daneben. Das. Und dann auf dem Dorf, das ging ja gar nicht. Und dann habe ich so mit 51 habe ich mal dann mit dem Rücken angefangen und da habe ich mal am... Was heißt, auch mit dem Rücken angefangen? Ja, mit den Tattoos. Ach, du hast am Rücken auch noch welche? Ja, und an den Füßen. Wirklich? Und das wird jetzt eine Suppe oder das Nein, wird jetzt ein... Nein, das wird nachher fest. Das wird fest? Das wird fest, ja. Das wird so eine schöne... Pampe. Und die Römer hatten ja sowieso viel von diesen... Getreidesachen, Gemüsesachen, die hatten ja wenig Fleisch. Fleisch war sehr teuer im römischen Reich, aber und daher ist das, es gibt auch einfach die Power. Was passiert jetzt mit dem Kuchen? Ja, jetzt habe ich das mit Honig bestrichen, der ist jetzt noch warm. Und jetzt kommt der Mohn drauf. Okay. Wo siehst du dich mit deiner Arbeit in 5 oder 10 Jahren? Ohne dass man es jetzt falsch versteht, ich möchte natürlich die beste Gladiatorenschule der Welt werden. Und ich möchte, dass man, wenn man es heißt, wir wollen Gladiatorenkämpfe sehen, dann heißt das, wir fahren nach Trier. Ja, danke für den tollen Kampf heute. Und danke, dass du mich nicht komplett fertig gemacht hast. bedanke ich mich für das Essen. Dankeschön. Und wünsche noch einen schönen Abend. Ja, Dankeschön. Gleichfalls. Na? Super. Super. Tschüssi. Ja, tschüssi. Ciao. 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 Dann gehe ich mal wieder in den Keller. Wie das? Richtig guter Wein fängt im Weinberg an. Deshalb besuche ich in der zweiten Folge den extravaganten Ernie Losen in den Weinbergen bei seiner Ernte und spaziere mit der charmanten Katharina Prüm durch ihre Reben.